Wir wollten, Richtung eingegangener Weltenbaum. Da dürft ihr hier im Zentrum sein, ganz genau. Und da wollen wir bei den Überresten schauen, dass wir, ja, Reste der Verderbnis läutern, ne? Wir wissen, der alte Gott Yogg-Saron hat hier in Nordend sein Unwesen getrieben, hat seine Tentakel überall unter Nordend durchgegraben, während sein Hauptkörper, sein Gesicht, wenn man so will, in Ulduar ja eingesperrt war und hat natürlich alles verdorben, was er so berührte. Wir wissen auch, das Haupterz in Wotika, das Saronit, kommt von Yogg-Saron, ist sein gefrorenes Blut. Und so hat er natürlich auch sämtliche, ich sag mal, wichtigen Monumente, wie solche großen Weltenbäume, verdorben, wenn er sie natürlich in die Finger bekam, ne? Und darum haben wir ja heute immer noch Reste von dieser Verderbnis und müssen wir uns natürlich darum kümmern. Wir haben auch gesehen, von wem wir diese Quest bekommen haben, nämlich von einer netten Druidendame. Und dass die natürlich schreiend zusammenbricht, wenn sie dieses Elend hier mitbekommt, das ist natürlich auch kein Geheimnis, ne? Unsere Dudus, die machen zwei Dinge gern, nämlich schlafen und sich um die Natur kümmern. Und da wir uns jetzt um die Natur kümmern, kann sie halt schlafen. Na, das ist der Deal, den wir jetzt eingegangen sind. Die Mischung zwischen der Ingame-Musik und Overkill im Wacken-Livestream im Hintergrund ist auch anders schlimm. Der Typ kreischt, als würdest du gerade seine Bällchen ledern. Und dann ist so kurz Pause vom nächsten Track, alle trinken was und im Hintergrund dann schön Grizzly-Hügel. Ja, 1:1 war das die Mucke, oder? Ich habe die live eingesungen damals, Leute. Jetzt ist es raus. Ja, schön, so ein Kontrast kann immer gut tun oder halt verstören. Aber auch verstören kann ja manchmal ganz gut sein, ne? Hin und wieder braucht man das. Merk's ja bei mir selber, wenn ich mal wieder in die Twitter-Trends gehe oder. Da gibt es viele Möglichkeiten mittlerweile. Man könnte fast sagen, zu viele. Meine Angst ist real. Die Rares aus der Zone sind auch nicht schlecht. Der Sturmriese, der umherwandert, dann der Vrykul mit dem Wolf an der Küste. Stimmen, den gab es auch noch, ja. Und dann einfach ein Schleim bei den Bäumen. Da waren sie auch richtig kreativ, ne? Der Riese ist halt ultra random. Holy shit. Aber da waren Rares ja auch noch anders, ne? Mittlerweile sind Rare-Mobs ja eher Mobs, die sehr regelmäßig spawnen und einzigartigen Loot droppen können. Das ist zumindest gleich geblieben, ja. Wobei sie auch da ja die Dichte der Rare-Mobs und die Art des Loots oder die Intensität, in der interessante Sachen droppen können, all das hat sich, denke ich, auch ein bisschen verändert, ne? Und da war es früher ja deutlich krasser, wenn man einen Rare-Mob gefunden hat. Holy shit, ich weiß noch, mein erster Rare-Mob in Nordend, das war irgend so ein Worgenvieh, glaube ich. Im heulenden Fjord müsste das gewesen sein. Junge, das war der Überschitt, ne? Ey, ich habe einen Rare gefunden. Boah, geil. Junge, übertrieben geil. So war der Gildenchat dann, ne? Alle irgendwie 13 Jahre alt und boah, ey. Und heute so, ja, dreht man seine Runde in Xeret Mortis, ne? Und versucht in einer Stunde 20 Rare-Mobs zu töten, die dann auch gefühlt alle 10 Minuten wieder da sind. Ab und zu gibt's mal ein Event und den einen farmt man nur zweimal, den anderen 100 Mal, weil er einen Mount droppen kann. Aber das hat sich schon stark geändert. Will nicht mal unbedingt sagen, dass es schlechter geworden ist oder so. Ich mochte das System davor ganz gern, das hatte seinen Reiz. Das System jetzt beschäftigt mich als Vieltwinker auf jeden Fall auch. Und früher habe ich auch immer versucht, hier in diese Schleimüberreste irgendwas reinzulesen. Dachte, das ist auch irgendeine Rune oder ist es so eine Art Auge hier in der Mitte und drumherum ist irgendein Gesicht und das ist dann die Nase und ist es ein Ogermagier oder? Es war auch immer sehr seltsam, auf was man früher so geachtet hat. Gerade als sehr junger Spieler, ne, wo dann mit Freunden gelevelt wurde, dann hat man gesagt, guck mal hier der Schleim, und dann kamen alle wieder zurückgewuselt. Und dann standen da 5 Leute und haben diesen Schleim angeguckt, Junge. Schön beknackt, ey. Schön beknackt. Das ist eine Schildkröte, siehst du? Sandor weiß Bescheid. Sehr, sehr gut. Alucard, hi. Rares sind mittlerweile so häufig, dass der Name kaum noch stimmt. Sollten Nameds heißen. Mobs mit Eigennamen. Finde ich sehr gut. Obwohl Nameds ist ja im Grunde auch schon weg, ne? Wegen Named-NPCs haben wir ja auch schon länger bei Quests, ne? Hogger zum Beispiel, würde ich auch sagen, ist so ein Named-NPC. Aber die könnte man in der Tat mal umbenennen. Vielleicht einfach Specials oder so, ne? Spezielle Mobs, spezieller Loot und so ein Bums.
Sondern hast du gleich wieder die nächste Truppe am Hintern, die dann sagt, Names ist aber nicht so passend. Und dann ist da der nächste Krieg. Direkt wieder Kleinkriege in den Kommentaren unter WoW-Beiträgen. Aber an sich bin ich da bei dir, ja. Egal wie sie heißen, Rares fühlt sich gefühlt von Addon zu Addon ein bisschen seltsamer an, ja. Ist so. Jetzt stell dir aber mal vor, sie wären wie früher. Oh, ich dachte, das ist der Rare, aber nein, das ist ein Saronit-Schrecken. Ach, guck mal, passt ja sehr schön zu dem, was ich eben mit Yogg-Saron erzählt habe. Die wären wie früher, aber mit dem heutigen Loot als Sammler komplette Katastrophe. Da musste ich dann wirklich mittwochmorgens pünktlich nach dem Reset einloggen und hoffen, dass einer direkt da ist und sich nicht 10 Leute noch vor dir eingeloggt haben, ja. Aber traure dem alten System ein wenig hinterher, was wäre für dich die beste Lösung? Ich habe mich halt auch so ein bisschen an die neueren Rares gewöhnt und mag es eigentlich, immer wieder in die Reihen zu schwitzen, ja, und ohne, dass ich stundenlang Raid clearen muss, eine schöne Mount-Chance zu haben, ja. Das mag ich eigentlich sehr, sehr gern. Und wie du sagst, die Kombination aus beidem, dass wir quasi Rares hätten, die so, keine Ahnung, alle 3 Tage mal spawnen, dann für eine Stunde bleiben und dann aber trotzdem sowas droppen können wie ein Reittier, Junge, würde die natürlich noch viel, viel besondererer machen. Aber imagine, du findest dann einen, bist auch mega happy, tötest den und er droppt das Mount einfach nicht. Er droppt das dann nicht garantiert. Alter. Also ich glaube, das würde vor allem endlosen Schmerz heraufbeschwören, weil wir hätten dann ganz viele Rares, die so ähnlich wären wie der zeitverlorene Protodrache. Nur, dass sie nicht mal garantiert ihr Mount droppen, wenn sie gekillt werden, von daher müsste man, glaube ich, wenn man das nochmal zusammenschmeißt, einen brauchbaren Mittelweg finden, ja. Und sich sowohl beim Respawn als auch beim Loot so ein bisschen einpegeln, ja. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass man von beiden Systemen was vereinen kann. Das haben sie jetzt bei Dragonflight mit den Talentbäumen zum Beispiel gemacht, ne. Sie haben versucht, die alten, größeren Classic-Talentbäume zu nehmen, aber haben so Sachen rausgeschmissen wie Level Up und du kannst 1% Mana-Rack skillen. Ja, finden auch einige toll, aber sage ich, brauche ich nicht. Na, was soll das? So, gib mir das als Passive und fertig ist die Laube. Ja, und dann gleich die 5% nach 5 Leveln und ich bin happy. Und da haben sie sowohl diese Größe von Classic genommen, als auch diese, ich sag mal, Talententscheidungen mit ein bisschen mehr Wumms von Retail oder den eher neueren Versionen. Zumindest würde ich das so interpretieren. Und so könnte man das, glaube ich, auch bei den Rares machen und was Sinniges bei rumkommen lassen. Aber tja, ob das eine gute Idee ist, ich weiß nicht. Ja, Zeitverlorener, genau, der kommt dann auch mit rein in das System. Und der droppt dann auch nur noch zu 1%, Mann. Du Scheiße. Ich meine, das würde die freuen, die in WoW auch immer ein bisschen flexen wollen. Na, die nicht wollen, dass alle alles kriegen, aber nicht aus irgendwelchen Gründen der Motivation, sondern einfach, weil sie was Besonderes in WoW sein möchten. Da gibt es ja auch einige. Und die würde das vermutlich unglaublich freuen. Die würden dann jubelschreiend hüpfen und sagen, geil, geil, ich fahre nur dieses Mount, stehe dann in Sturmwind und werde schön angeschaut wie früher. Wie früher, jawohl, Krückstockschwenk. Aber ich glaube, das sind nicht viele, die nur deswegen irgendwie auf solche Änderungen pochen würden. Deswegen denke ich, so ein Mittelweg könnte eine interessante Sache sein. Aber ansonsten bin ich, glaube ich, eher Freund vom momentanen System. Nur muss man, wie gesagt, gucken, dass man vielleicht echt irgendwann diesen Rare-Begriff ein bisschen abändert in dieser Form, ja. Es gab da so Quests mit Frostriesen, wo man auf Größe der Riesen vergrößert wird. Ich habe da als Tauren mir das Feuerwasser und den Nachwuchs-Hexendoktor in Durota aktiv geholt und war so 2,5 mal so groß wie die Frostriesen. Junge, das war auch immer wild, mit solchen Bastern rumexperimentieren, ja. Sehr, sehr nice. Und dann auf den Kopf, ja, aber zack, ausgezeichnet. Einfach per Spawn-Time unterscheiden. 10 Minuten bis 6 Stunden, Respawn Semi-Rares, alle Timer darüber Rares. Das wäre auch eine Idee. Aber bis man das dann wieder parat hat, ne? Bis man dann auch so eine Liste im Kopf hat mit Rare und Semi-Rare und. Das ist wieder so ein Prinzip von wegen, man hat sich da seit Jahren jetzt dran gewöhnt. Und auch wenn es vielleicht sinniger oder besser wäre, auch die Kommunikation neue Spieler betreffend, ja. Hat man einfach nicht so wirklich Bock.
das jetzt alles umzuändern, ne? Wie jetzt, der Begriff wird geändert. Es sind schon immer Rares gewesen, das muss so bleiben. Anzeige ist raus. Das ist auch eine schöne Textur hier, oder? Chef, können wir hier noch ein bisschen Matsch auf den Baumstamm werfen? Na klar, und dann müssen unbedingt diese Schleimer alle abmounten. Ihr ranzigen Hunde. Die müssen alle weg hier. Grauklaue, Comics, hi. Aber dass sie in VTK den alten Dungeon Finder benutzen, ist halt mehr wie beknackt. Man findet in TBC kaum Gruppen für alte Inis. Ja, bin ich auch kein Freund von. Und so wie ich es gesehen habe, ja, jetzt der Tank auch raus, ne? So wie ich es gesehen habe, sind viele kein Freund davon. Keine Ahnung, aber... Tja, möglicherweise haben sie sich das sehr, sehr gut überlegt. Und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass sie zeitnah dahingehend zurückrudern. Aber das ist einfach nicht passiert, ne? Sie haben stattdessen das Ding noch ein bisschen aufgehübscht jetzt. Und fertig ist die Laube. Naja. Wir haben ja auch große Teile der Spielerschaft, die der festen Überzeugung sind, dass nur dieses automatisierte LFR-Tool an einem gewissen Verfall der Community beteiligt ist oder nur das dafür verantwortlich ist. Und vielleicht haben sie sich so ein bisschen an denen orientiert und dachten, naja, dann wollen wir das mal nicht irgendwie begünstigen, diesen Verfall, ja. Und sind deswegen, ich sag mal, so ein bisschen weiter zurückgegangen. Ich gucke hier immer wegen dem Rare, ne, wo wir jetzt von gequatscht haben, aber nee, ich glaube, wir haben kein Glück heute. Könnte ich mir so erklären, ansonsten, ja, fühle ich das auch nur bedingt, ja. Auch nur bedingt. So, wir sind wieder bei unserer Druidenfreundin und können diese Proben abgeben. Da ist fett Ausdauer drauf. Ja, wenn ich die ganzen Teile mit Ausdauer genommen hätte, würde ich ein bisschen länger überleben, ne? Ja, nehmen wir mal eine, komm. Wir nehmen mal hier die neue schicke Brust. Ist die auch schick? Total. Ich bin gleich ein ganz anderer Charakter. Ein dunkler Einfluss. Yo, eine mögliche Verbindung. Da sollen wir Blutproben sammeln. Ah, jetzt kommen die Furbolgs. Jawohl. Und Kinder von Ursok. Das waren, glaube ich, die, die noch nicht vollends wahnsinnig sind, ne? Mit denen konnte man so ein bisschen reden. Wo waren das hier drüben, ne? Schreien des Grollfangs? War das da? Ich glaube. Ich glaube, das war hier im Osten. Gehen wir mal gucken. Cookie, Cookie. So ein Erfahrungsbericht. Innerhalb der RP-Sequenz von Papa und Ex-Sohn Sauerfang in ICC kann man Pipi machen und sich ein Mixgetränk zubereiten, das man 2 Etagen nach oben tragen kann, ohne es zu verschütten. Wenn man ankommt, ist Junior gerade ebenso fertig damit, Vater zu dissen und man kann angreifen. Ey, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So wollen wir das haben. Hat wer eine Ahnung, wie ich meinen Prime mit Twitch verbinde, würde gern ein Abo da lassen. Das klingt sehr sympathisch. Wurde dir schon geholfen? Wenn nicht, ist es eigentlich ganz einfach. Du musst in deine Account-Einstellungen gehen, hier auf Twitch zum Beispiel, oben auf dein Profilbild klicken und dann bei den Einstellungen gucken und da müsstest du sowas haben wie Erweiterungen oder Verbindungen. Da kannst du dann auch deine sonstigen Game-Konten mit reinbringen. Wenn du beispielsweise von Prime-Loot profitieren willst, gibt es ja ab und zu auch momentan Helme für WoW oder irgendwelche Skin-Kapseln für LOL und da müsste eigentlich auch Amazon dabei sein. Und sobald das connected ist, wirst du einfach ein bisschen warten müssen oder musst du mal aktualisieren. Und wenn du dann auf Abonnieren drückst und runterscrollst, sollte da dieses Prime-Abo angezeigt werden. Ja, meine ich. Ihr habt da auch zuletzt vor ein paar Jahren geguckt. Ich hoffe, es ist immer noch leicht zu finden. Goddamn, jetzt denke ich wieder darüber nach, wie ich als Schurke mit der PvP-Skillung PvE gemacht habe. Oh, da sehe ich mich auch, ja. Wollte mich ja sogar mit meinem vollen PvP-Gear in einen ICC-Run reinschmuggeln, weil ich dachte, ja, die legen eh höchstens 2 Bosse. Richtig soziale Einstellung und dann wurde ich aber erwischt. Hat mich einer angeflüstert von wegen, ey, hast du auch PvE-Gear? Und ich so, nö, nö, das passt schon. Und er dann so, nee, passt eben nicht. Und dann dachte ich, scheiße, Mann. Scheiße, meine gespielte Selbstüberzeugung hat anscheinend nicht ausgereicht, ne? Das ist dann doof gelaufen. Naja. Wir müssen uns durchschnetzeln, töten so ein paar Furbolgs und kommen dann zu den netten Bärchen, die uns ein bisschen was erzählen hier von der wuchernden Verderbnis. Denn wir wissen, das hier hat auch viel mit dem smaragdgrünen Traum bzw. Albtraum zu tun, der letztendlich auch auf die Verderbnis zurückgeht, die hier durch diesen Baum, durch den Zugang und über Yogg-Saron eben
ja, gesät und gestreut worden, ne? Und da diese riesigen Bäume oder allgemein solche Mahnmale des Lebens natürlich mit der Ebene des Lebens verbunden sind und das nächste, was wir da haben, ist ja der smaragdgrüne Traum für Azeroth, war es natürlich ein leichtes Spiel, die Verderbnis auch dort reinzustreuen, ja? Und dadurch drehen natürlich auch alle Kreaturen in der Nähe dieses verdorbenen Stückes durch. Und vor allem auch jene, die mit dieser Lebensebene verbunden sind. Ne? Das Ganze sehen wir in-game ja gipfeln im Legion Raid, smaragdgrüner Albtraum, und mussten da ja auch sehen, wie Verbündete eben diese Verderbnis ja nicht aufhalten konnten, sondern ihr anheim fielen, sodass wir deren Dasein dann auch wirklich beenden mussten. Ne? Ich sag nur Ursoc und diese sehr, sehr traurige Sequenz dann sogar später mit Shadowlands für den Ardenwald, ja. Bin ich hier jetzt richtig? Ich hoffe, ey. Ich hoffe, ich bin richtig. Es droppen auch keine Blutproben, die ich ja eigentlich brauche, von wahnsinnigen Furbolgs. Aber wie wir schon gelernt haben, sind die Dropraten in den Grizzly-Hügeln manchmal generell ein bisschen seltsamer, ja. Habe heute gelesen, dass Blizzard den Pre-Patch auf dem PTR gespielt hat. Denkst du, dass es eine Chance gibt, dass er nächste Woche schon kommt? Boah, also PTR-Phasen können durchaus schnell sein, aber so schnell würde ich anzweifeln. Und möglich ist das nicht. Aber ich glaube, da hätten sie schon ein bisschen mehr Promo gefahren. Weil es ja auch in ihrem Interesse wäre, dass dann noch mehr Leute auf dem PTR eben ein paar Sachen testen. Ne? Deswegen wäre es, glaube ich, ganz clever, da nochmal richtig schön die Werbetrommel für zu rühren. Aber in dem Ausmaß ist das, glaube ich, noch nicht geschehen. Deswegen würde ich das auf spontan erstmal ein bisschen anzweifeln wollen. Aber da sie ja sowieso versuchen, ein bisschen schöner, schneller und so weiter zu arbeiten mit vielen neuen Teams, kann es eben auch passieren, dass wir in nächster Zeit generell von Blizzard überrascht werden, was sowas betrifft. Ist das jetzt Dragonflight Alpha? Nein, das ist die WotC Classic Beta. Darum hoffe ich, dass ich mich mit diesen Prognosen in Zukunft häufiger irren werde, weil das würde einfach in direktem Zusammenhang mit neuem Wind und neuen Methoden bei Blizzard dann stehen, ja, oder dafür sprechen. Aber eine Woche ist vielleicht ein bisschen zu fix, ja. Ich hatte gestern auch wieder Spaß. Wollte einfach mal Freihafen für die Quests machen, weil viel EP und denk mir nichts bei. Gruppe 1, erster Boss liegt. Die Mechanik mit den Mannschaften wird ignoriert und die wischen mit uns den Boden auf. Auf meine Info, dass es dieses Event da gibt, kommt ein Leaf vom Tank. Und dann der Gruppe. Geil. Zweite Gruppe, genau dasselbe. Dritte Gruppe, eigentlich auch. Nur, dass der Tank und ein DD rausgehen. Ich also spontan als Schurke tanken durfte. Und wir es irgendwie schaffen? What? Okay, sehr, sehr wild. Sehr, sehr wild. Aber ja, da muss man sich manchmal einfach nur zu helfen wissen. Ah, Classic ist öde, bin weg, mach es gut. Ob er da geblieben wäre, wenn ich gesagt hätte, ist Dragonflight? Probiere ich mal bei dem nächsten. Wusste ich gar nicht, aber tatsächlich haben einige, ich sag mal, Probleme, das zu sehen. Ne? Was gar nicht schlimm ist, wenn man sonst mit WoW nicht viel am Hut hat. Logischerweise, woran soll man es merken? Ne? Aber ist wieder so, habe ich mir keinen Kopf gemacht. Ja, bei vielen Suchtis in meiner Bubble, die kannst du vermutlich an einen Soundtrack ransetzen und die sagen dir das Add-on dazu. Und auf einmal hatte ich dann auch unter meinem Dragonflight-Video jemanden, der gefragt hat, ey, Krav, kannst du mir bitte mal helfen? Ich weiß nicht, was da jetzt ist. Wie ist da mit Classic und was brauche ich jetzt für einen Account? Und Dragonflight ist jetzt auch Classic? Oder? Und dann musste ich ihm das erstmal ein bisschen einordnen, ja, und mal erklären, wie das generell mit den Versionen und so weiter ist. Und dachte dann auch, yo, damn, da ist er vermutlich nicht der Einzige, ne? Da ist er vermutlich nicht der Einzige, musste ich auch erstmal drauf klarkommen. Es steht im Titel, ja gut, aber Titel und Videobeschreibungen liest ja eh keiner, wie wir wissen. Wie es so ist. Wo war denn der andere jetzt eigentlich? Kodians Geschichte. Furbolgs der Grizzlyhügel, ja. Ursocs zwei Kinder befinden sich im Schrein des Herzensblutes süd- und südöstlich von Grauschlund. Der da? Das könnte es sein, oder? Schrein des Herzensblutes ist auch so eine Höhle auf jeden Fall. Dann reiten wir da doch erstmal hin. So sieht's aus. Gerade den Loremaster Scherbenwelt fertig gemacht. Schattenmondtal war richtig Pain. Oh ja, Schattenmondtal und einiges in Nethersturm fand ich auch sehr, sehr räudig, muss ich sagen. Gerade wenn man irgendwelche Mobs auf Low-Prozente hauen muss, ja. Das macht natürlich auch richtig Spaß, wenn man dann 300 Level drüber ist. Uff,
Was sagst du zum Season-Start? Ja, ich bin schon so ein bisschen eher im Dragonflight-Modus, muss ich sagen. Dementsprechend ist die Season jetzt für mich nicht so mega interessant, da ich ja auch nicht der größte M-Plus-Läufer bin. Habe bisher Durchwachsenes gehört. Heute Abend gehen wir in der Community zum ersten Mal in so ein Fated Raid rein und wollen mal gucken, wie das aussieht und wie das läuft und wie viel Spaß das bringt oder Verzweiflung oder. Von daher, ja, läuft diese Season ja unter Experimentieren. Von daher werde ich auch ein bisschen experimentieren, aber habe jetzt keine großen Ziele beziehungsweise besonderen Ehrgeiz, noch irgendwas großartig zu reißen, ne? Deswegen kann ich gar nicht so viele Eindrücke schildern, was das angeht. Zevraton, hi. Na, Dragonflight siedelt sich ja auch irgendwie an Nordend an, deswegen... Ah, okay. Ja, da geht das ganz schnell mit den Gedanken, ne? Siehst. Ja, finde ich immer wichtig, dass man da auch ein bisschen drüber spricht, weil sonst verendet man ja doch irgendwie in seiner Bubble, ne? Und darum finde ich es immer ganz wichtig, auch solche Eindrücke zu teilen und auch mal Unsicherheiten loszuwerden und einmal mehr zu fragen als einmal zu wenig. Sonst, stumpft man irgendwie so ein bisschen ab im eigenen Horizont, ne? Da ist dann auch wieder doof. So, Leute, warum greifen die mich jetzt nicht an? Weil ich die anderen getötet habe, ne? Ah ja, weil ich die Frostpfoten getötet habe, greifen mich jetzt die Rotfänge nicht an. Ja, ich habe nur ein Problem, Leute, weil ich brauche immer noch Blutproben von euch. Darum gehe ich gleich mal rein hier. Jawohl, schön auf den Kopf wieder. Laut Maurice von GameStar haben sie das Warcraft Mobile Game wieder eingestampft. Ja, es war irgendwie ein 2 Jahre in der Entwicklung, ne? Was so ein runtergebrochenes WoW hätte werden sollen fürs Handy, aber in einer anderen Zeitlinie, was natürlich auch allein aus Lore-Sicht unglaublich spannend klingt. Und das haben sie jetzt aber eingestampft wohl, laut dem letzten, was ist das immer, Earning Call oder so, wo sie jedes Quartal ein paar Zahlen veröffentlichen und so ein Scheiß. Und so ein paar Infos droppen. Wäre vielleicht interessant gewesen, aber ja, Mobile, weiß ich nicht, also trauere ich jetzt nur bedingt rum. Was ich aber immer krass finde, ist, dass da wirklich Games entwickelt werden. Sicherlich bis zu einer fast Alpha-Version. Und dann wird das wieder eingestampft, ne? Ja gut, wobei 2 Jahre Entwicklung ist vielleicht je nach Game auch noch ein bisschen weg von der Alpha, ne? Aber jahrelang, muss man sich vorstellen, gibt es ja einige Beispiele in der Game-Industrie. Und auch bei Blizzard, ich sag nur Titan und dann Overwatch, was quasi der Phönix aus der Asche von Titan war, ja? Dass da jahrelang geforscht und entwickelt wird, Geld verschlungen wird, ja, heilige Scheiße, und dann so, nö, machen wir doch nicht, finde ich enorm. Also, das schockt mich immer nahezu, ne? Also, warum ist man da nicht 2 Jahre vorher draufgekommen? Das muss da heftig sein. Imagine auch, du bist ja Entwickler, ne? Und das ist so dein Baby, dein Projekt und auf einmal, ja, nö, ist nicht mehr. Wie ist nicht mehr? Wir arbeiten da seit 2 Jahren drauf. Ja, nö, jetzt halt nicht mehr, ne? Auf Wiedersehen, verabschiede dich von deiner Exodia und so. Habe auch nichts mehr mit WoW am Hut, aber what a cover, meine time to shine. Gucke da. Shine bright like Riku. Kennt man, bekannter Track von Rihanna. Und das hat dann anscheinend auch mit WoW zu tun. Ja, alles hat irgendwie mit WoW zu tun, Leute. Es gibt da keinen Weg drumherum. Aber ich finde es gerade sehr schön, wie wir hier problemlos die Furbolgs schnetzeln. Weil gerade wenn das so Jäger und Schamanen sind, können die schon sehr auf den Sack gehen. Mit irgendwelchen Heilungstotems oder Fallen. Aber die sind relativ nett. Da finde ich Gefallen dran. So sieht's aus. Riku ist auf jeden Fall voll dabei. Sehr, sehr gut. Wer Titel liest, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, es ist dann alles nicht mehr so überraschend, ne? Das ist schon echt doof. Kann ich schon verstehen. Das ist so ein gewisser Lifestyle dann auch. Lull. Dankeschön an Impact Wolf für den 10. Monat und Zane mit dem 5. hinterher. Vielen Dank. Dankeschön. Hab gehört, jeder Plattenloot heute muss als Opfergabe dem Tank erbracht werden. Schön bisschen was locken im NHC Community Raid, Leute, da sehe ich mich. Ehre. Werden wir generell in Zukunft überall so machen, auch in Nyalota. Hauptsache, ich krieg meine Sets voll und dann gehe ich aber auch aus dem laufenden Raid einfach raus, wenn ich alles habe. Dass wir mal so ein bisschen Asozialität auch einfach spreaden, ne? Das ist hier immer viel zu nett bei uns. Das geht so nicht weiter. Wir müssen auch mal ein bisschen Anti-Werbung machen hier für das Game und die Community.
Das ist immer viel zu verständnisvoll. Ja, darum werden wir ordentlich asozial mit dem Holzhammer einfach ein paar Schädel einschlagen. Habe ich jetzt alles? Ja, ne? Ich habe mit beiden gequatscht. Dann können wir zurückreiten. Oh Gott, hier unten. Dun Argol, das habe ich ja voll vergessen. Das war ja auch noch was mit Zwergen, ne? Junge, wie viele Themenbereiche gab es denn in den Grizzly-Hügeln? Das ist ja mega krank. Also mal ganz abgesehen von den Themenbereichen, die wir heute schon wieder durchgenommen haben, ne? Aber die ganze Zone ist ja ein Mischmasch. Das ist ja auch, wir nehmen so 20 Ideen, hauen die in so eine hydraulische Presse und dann gucken wir, was bei rumkommt, ne? Was dann irgendwie bei überbleibt, das passen wir eben der Karte entsprechend an und dann wird das schon irgendwie, glaube ich. Was macht man, wenn Dragonflight vor der Tür steht? Richtig, man farmt den Hammer vom Jailer und man läuft ICC. Dasselbe wie immer, Pinky. Oder wir versuchen, die Weltherrschaft des T-Mogs an uns zu reißen. Oder so. Siva, hi. Bei uns heute Morgen Shitwetter und muss raus zum Zahnarzt. Was kam raus? Ein kleines Loch in C6. Keine Ahnung, wo der sitzt. Das heißt, für mich... warte, was? Was für mich heißt, mythisch Raid in 3 Wochen. Endboss der Bohrer. Damn, ja, ich habe es dieses Jahr auch noch nicht zum Zahnarzt geschafft. Soll da eigentlich im Juni meine Zahnreinigung haben? Das ist dann krankheitstechnisch nicht so gut gelaufen. Dann war mein Zahnarzt krank und jetzt habe ich nächsten Monat einen Termin, Junge. Will ich auch nicht unbedingt wissen, was der so findet. Bin ich schon richtig paranoid beim Zähneputzen, ne? Und denk dann, boah, hast du den Zahn schon? Willst du ihn lieber nochmal putzen? Was eigentlich mit unten? Ah, damn. Zahnarzt, ne? Auch immer ein Erlebnis. Das mit der Entwicklung von Games ist so ein Ding für sich. Ich habe mal in einer Games Company gearbeitet und da habe ich mir immer an den Kopf gefasst. Da wird richtig Geld für das Game aus dem Fenster geworfen. Und am Ende geht die Rechnung auf oder halt nicht. Wow, das klingt ja sehr, sehr gut durchdacht. Was zum Teufel? Okay, ja, so stelle ich mir das tatsächlich bei Apps vor. So stelle ich mir das vor bei diesem klassischen, stereotypischen Startup in Berlin, ja. Aber bei Games? Weiß ich nicht, hatte man irgendwie ein etwas anderes Bild von, oder? Und wie lang war jetzt eigentlich der Weg hier wieder zum Reiten? Geisteskrank. Naja, das Spiel hat nicht so viel gefressen, ist nur ein Mobile-Ding. Krass finde ich den Move von DC, Warner Bros., einem 70-Millionen-Film einfach zu vernichten, weil man doch lieber wieder Filme ins Kino bringen möchte, statt auf ihrer Streaming-Plattform. Das fand ich gestern krass. Yo, da habe ich nur ein paar Headlines gelesen. Jetzt weiß ich aber auch, worum es dabei ging. Ja, vor allem dieser Geldwert, ne? Muss man sich mal vorstellen. Ach du Scheiße. Ja, das ist, wenn man diese ganze Konsum- und Wegwerfgesellschaft vielleicht ein bisschen zu sehr überinterpretiert hat, ja. Dann kommt auf einmal sowas bei raus, Junge. Scheiße, ist schon Wahnsinn, ja. Wir sollen mit der Fackel den Schößling anzünden, jawohl, bevor dasselbe hier nochmal passiert. Und wir sollen die Samen einsammeln, das alles. Und noch viel mehr ist jetzt, glaube ich, direkt im Grauschlund selber drin. Jawohl, aber leveln muss ich sagen, insgesamt auch gerade mit dem DK deutlich angenehmer als ein TBC, ne? Wenn ich, glaube ich, das TBC-Let's Play von YouTube im Stream nebenbei machen würde, dann hätten wir, glaube ich, deutlich mehr Probleme. Kann am Hexenmeister liegen, aber Vodka hier, Fett EP, schön immer Gear, alles aus dem Leben donnern, das ist schon schön angenehm. Ja, Samen einsammeln, lul. Kann man bei dem Normal Raid heute auch mit dem Ali mit? Ja. Also Natria ist fraktionsübergreifend, das müsste laufen. Einzige, was er braucht, ist ordentlich GS, 270 rum wäre schön. Und dann sollte das übergreifend gehen. Wir haben, ich glaube, 10 Leute schon direkt aus der Gilde, aus unserem generellen Raid-Kader, die gerne mitkommen wollen. Den habe ich quasi Plätze gesichert, so als Sicherheitsbank, ne? Und dann haben wir ja immer noch 20 Plätze frei. Werden, denke ich, vor allem Heiler brauchen. Und da kann dann jeder mit rein, der quasi möchte. Oder auch nicht, dann wird man halt gezwungen, ne? So sieht's aus. Wo war denn hier der Eingang? Eingang, Eingang, zeige dich da unten. Ach, guck mal, da geht's rein. Sehr gut, sehr gut. Ich hab's schwer. Classic finde ich öde und mit Dragonflight möchte ich mich nicht unnötig spoilern. Da hast du es wirklich schwer momentan, weil beides kocht ja überall hoch, ne? Was schwer ist in der digitalen Welt und den ganzen Dataminern, oh ja...
Ich hoffe, Blizzard macht es weiterhin mit den Verschlüsseln und dass man erst hier beim Release erfährt. Als arbeitender Spieler hat man kaum eine Chance, das mitzubekommen bei Release. Wo bleibt die Überraschung? Ja, kann ich verstehen. Kann ich durchaus verstehen und bin in dem Ausmaß, wie sie es zum Beispiel bei einigen Entwicklungen von Shadowlands ja gemacht haben, gerade so Endkampagnen betreffend, ne? Da fand ich das auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und bin gespannt, wie sehr sie das wirklich ausweiten, ja, und wie sehr sie das eben durchziehen oder halt auch nicht, ob sich dann die Dataminer auch weiterentwickeln, ne, und da durchbrechen oder ob die das mal rechtlich dann noch abklären, dass sich keiner mehr rantraut. Da hängt ja auch einiges immer dran, ne? Wird spannend, denke ich, die Entwicklung zu verfolgen. Vorsicht bei YouTube-Videos. Hatte man nach neuen Anime gesucht und bekomme jetzt ständig ein Video über einen neuen Cardcaptor Sakura-Serie empfohlen. Junge, das habe ich noch nie gesehen. Das lief früher, glaube ich, auch auf RTL 2. Aber das kam immer in so einem Block, wo ich dann umgeschaltet habe. Das war immer so Pokémon, Digimon, Inuyasha, Detektiv Conan, Naruto, One Piece. Und dann kam, glaube ich, noch Sailor Moon und Doremi und Cardcaptor Dingens hier. Und da war ich dann immer raus. Da war ich dann immer schon weg. Da habe ich gar keinen Dunst. Aber ist bestimmt auch der ein oder andere Fan. Und würde sich dann über diesen Empfehlungsverlauf sehr freuen, ne? Den einen traumatisiert es wieder und der nächste sagt, endlich, I did it. Überall sind nur Anime-Empfehlungen. Ist dies etwa der Himmel? Ich habe noch keine Samenkörner jetzt gefunden auf meinem Weg nach unten. Das heißt, entweder bin ich völlig falsch gelaufen, oder der Paladin war wieder hier und hat mir alles geklaut, oder ich bin nicht nur falsch gelaufen, sondern im völlig falschen Gebiet, ne? Mal sehen. Erstmal ballern wir jetzt hier diesen verderbten Schößling weg, damit wir nicht dieselbe Misere nochmal von vorne kriegen. Und dann brauche ich die Asche. Ah, die habe ich automatisch bekommen. Okay, muss ich nicht mal looten. Ja, dann. Ich bin wieder mal verloren in den Wäldern. Oh nein. Mir hat mein Zahnarzt mal gesagt, also wenn ich nächstes Mal schon wieder ohne Loch komme, bohrt er mir eins vor lauter Verzweiflung. Geil, so will man es hören, oder? Junge, dann zieht er auf einmal den Boxhandschuh an und sagt, das sieht aber gar nicht gut aus. Bumm, zack, direkt die Betäubung mit dazu, ne? Und dann wird er mal ein bisschen gearbeitet hier, ist ja unglaublich. Gerade mal wieder mit meinem Furorkrieger unterwegs, den ich in Shadowlands Season 1 mal am Start gespielt habe. Hatte damals richtigen High GS und mittlerweile bin ich schon durch drei Teile einfach 20 Punkte nach oben. Irgendwie sad story, aka Valakrise, ja. Das ist halt so der WoW-Kreislauf, ne? Da darf man am besten gar nicht allzu viel drüber nachdenken, sonst wird das auf Dauer so demotivierend, dass man dann sagt, naja, jetzt bei der Season habe ich irgendwie keinen Bock mehr, wieder das Gear-Farm, das dann in der nächsten Season outdated ist, ja. Wenn man das irgendwie zu sehr vertieft, ist man dann irgendwann in so einem Zyklus von, ja, ich muss ja auch das Add-on nicht spielen, ne? Weil im nächsten kommt ja eh neues Gear, so. Da habe ich leider schon einige sehr tief in dieser Spirale fallen sehen. Aber an sich ist es immer ganz witzig zu beobachten, ne? Eben war man noch der Ficker und dann tötet man irgendeinen random Mob in der neuen Zone so und hat einfach besseres Gear. Geil. Ich hätte schwören können, diese Samen waren hier. Geht zum Grauschlund und besorgt Wordrassils Samen. Oder droppen die von Furbolgs? Nee, oder? Jäger der Rotfänge? Jetzt sind die wieder nett, ne? Weil ich die anderen getötet habe. Liegen die hier draußen maybe rum? Lass sie mal gucken in euren Lagern hier, wenn die schon drinnen nicht sind. Das ist ja merkwürdig. Da ist wirklich einer. Lull, okay, da liegt einer. Na siehste, war ich nicht völlig weit weg, ne? Das ist ja schon mal etwas. Wieso steht bei dir 9.23 Uhr als Uhrzeit? Weil ich momentan in Schweden sitze. Nee, weil das ein Beta-Server ist und Beta-Server stehen in der Regel in den USA, glaube ich. Und deswegen läuft auch alles über deren Zeit und so ein Bums. Das wird quasi so angepasst. Hier ist nichts, da ist auch nichts. Hier beim Feuer, guck mal, die wollten die rösten, ne? Schön ein paar verdorbene Samen naschen, Leute. Let's go. So würde vermutlich auch die Biografie vom guten Gnolde heißen. Craftson, ja. Craftson hier, Leute. Was geht? Schönen Live-Erik-Sonntag. Boom. Weggehauen. Finde ich aber ganz nett, das Prinzip, dass man hier nicht von beiden Stämmen von drei Seiten zerhackt wird, sondern
Wenn man mit den einen quasi im Krieg ist, dann sind die anderen cool drauf. Und da hatten sie ja durchaus Bock, ne, auf solche Systeme. Wenn ich auch an die Deta denke, in der boreanischen Tundra und dieses Tierblut, das du vorher abwaschen solltest, sonst werden die dich auch easy mit ein paar Stöcken einfach totprügeln, ne. Da hatten sie ja auch viel experimentiert in Wotika. Das ist so. Das ist der Twitch-Name deines Sohnes, genau. Craftson, Junge. Dann kommt ständig, bist du Schwede? Nein, ich bin nur Sohn, Alter. Ich bin einfach nur Sohn. Werden hier auch welche liegen? Nee, oder? Ich reite einfach rüber in das nächste Lager. Bin mir auch ziemlich sicher, dass drin welche liegen konnten, aber die haben heute nicht so Lust auf mich. Dafür haben ihre Totems Hauer. Das ist doch nett. Da kann man dann schön die Jacke dran aufhängen. Ausgezeichnet. Shiny Xerneas mit dem 15. Vielen Dank. Dankeschön. WoW geht immer. Abends dann mit dem DK am Goldfarmen. Jawohl. Kann man machen. Ist auch ein bisschen Vorbereitung für Dragonflight, ne? Wenn die Tasche schön schwer ist, dann lässt sich's auch besser einkaufen. Das ist wohl so. Und da drüben... Oh, nicht absaufen hier. Da drüben haben wir da auch noch einen großen Posten. Da sind bestimmt auch noch Samen. Guten Tag, haben Sie Samen für mich? Frage für einen Freund. Katzi, was machst du? Oh, Katzi hat sich anders hingelegt. Sehr schön. Manchmal macht Katzi so weirde Geräusche, wenn er sich putzt. Wenn er quasi nebenbei atmet und mit der Zunge rumschlabbert auf seinem Fell und dann noch irgendwie ganz seltsame Verrenkungen macht, dann atmet er manchmal so weird, weil er sich dreimal um die eigene Achse wickelt, dass ich auch immer denke, was macht er da die ganze Zeit so blem, blem, halt so dieses schleckige Geräusch und dann auf einmal so, ich denke, hä, Bro, hast du jetzt gekotzt und dann aber auch hintereinander weg, weil er sich ja dann häufiger an dieser Stelle putzt, ne, schön so mit der Zunge an der Wirbelsäule lang, so, richtig weird, naja, ja, dich meine ich, brauchst gar nicht so gucken jetzt, hat vermutlich gedacht, ich putze mich gerade, so hat sich's angehört, aber, nee, ich hab dich nur nachgemacht, das war eine liebevolle Imitation, okay. Und jetzt darf ich auch schon zurückreiten. Hurra, hurra. Ich habe mich letztens massiv erschrocken, als bei YouTube auf einmal in der Werbung die Schienenersatzverkehr-Info der S-Bahn für meine Nachbarschaft lief. Richtig professionell gemacht. What? Solche Werbungen aus der Nachbarschaft müssen doch immer auf richtig cringe von irgendeiner kostenlosen Studentengruppe gedreht werden und dann einfach super schlecht auch noch geschnitten werden, damit das passt. Das ist in der Tat erstaunlich. Holy hell. Ja, YouTube-Werbung ist sowieso noch mystischer als Twitch-Werbung, oder? Ach du Scheiße, Mann. Auch wenn ich einfach dran denke, dass mittlerweile auf YouTube bei so einem Werbeblock einfach mal eine dreistündige Doku laufen kann. Wer hat das durchgebracht bei dem Meeting in dieser Firma, dass man sagt, ey Chef, wir bräuchten Werbebudget für eine dreistündige Werbung? Und zwar nicht irgendwie, wo dann Schauspieler für diese Doku irgendwie was bewerben oder irgendwas erzählen, sondern wir schalten als Werbung die ganze Doku. So, oder ein ganzes Interview. Letztens hatte ich auch ein Interview, wo ich duschen war, hatte YouTube laufen für Mucke und auf einmal Werbung. Und ich denke, ja gut, die 10 Sekunden, ne, irgendwie Fivegum oder so ein Shit. Und auf einmal, ja, ging's weiter. Und weiter und weiter. Ich so, Dusche aus, Tür auf, Handy in die Hand, wollt ihr mich verarschen? Ist das irgendein Interview, was jetzt 43 Minuten geht, ne? Ich meine, war ein interessantes Interview, okay, war irgendwas mit Antarktis und Klima und so ein Bums, ja, aber ey, Junge, hallo, ich wollte ein bisschen 187 pumpen und auf einmal sitzt da irgendeine nette Tante und erzählt mir was über Pinguine und Eisbären und nicht und ja, also Werbung, ey, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob da wirklich dann Leute sowas machen, die einfach den Zugang haben, aber eben keinen Dunst vom Medium und dann denken sie, jo, wir schalten jetzt mal Werbung für unser Produkt, indem wir wirklich das ganze Produkt in die Werbung setzen. Also, oh, da braucht man dann einfach wirklich einen Social Media Manager, Junge, damit sowas nicht passiert. Oder einen generellen Media Manager, keine Ahnung. Das ist halt fürchterlich, ne? Weiß ich nicht, wie das so eskalieren konnte, aber ja. Ist ja mystisch auf jeden Fall. Wardrasils Schößling haben wir fertig und die Samen haben wir auch fertig, jawohl. Ausdauertempo, ja, nehmen wir mit dir Ausdauertempo, Angriffskraft, Junge. Das ist immer eine gute Sache. Ah, die Ursoc-Quest, okay. Die Ursoc-Quest, die werden wir nicht machen können, weil das ist eine wirklich böse Gruppenquest
Von daher glaube ich nicht, dass wir da jemanden für finden. Wie sieht's hier aus? Oh, jetzt ist ein Heiler drin. Oh, nee. Vorhin habe ich die ganze Zeit den Heiler gesucht, Mann. Und jetzt sowas. Wir haben aber zumindest alle Flugpunkte, glaube ich, ne? Dann kann ich einmal rübersegeln. Als nächstes kommt eine Tiefsee-Doku, ja? Wenn man nicht dran denkt, ne? Auf einmal dödem, dödem, dödem. Höchst gefährlich. So. Wir wollen rüber zur Westfallbrigade, jawohl. Da hatten wir auch noch ein paar Quests. Easy going. Easy going. Ich habe mir heute auch nochmal deine BFA-Alpha-Streams angeguckt und zwar nur, um deine Reaktion auf den Kraken unter der Brücke mal wieder zu sehen. Boah, das war schlimm. Oh, war das schlimm. Und auch rund um Schrein des Sturms war das ja, ne? Riesenviecher, Alter, wo ich nur den Namen habe, so über der Wasseroberfläche aufblitzen sehen und dachte, wieso ist denn der Name so groß? Ne. Also das ist wirklich Albtraum gewesen. Ach du Scheiße, habe ich sogar schon vergessen, dass wir das in der Alpha ja auch schon hatten. True. Hatte mal als Werbung einen ganzen Film, das war aber schon Jahre her, einfach ein italienischer Film. Ich bin dadurch mitten in der Nacht aufgewacht, ich war so verwirrt. Ja, ist ja auch krass. Ich hatte letztens, oder höre ich ja nach wie vor, weil ich es als Kind ganz gern gemacht habe, Alf-Folgen zum Einschlafen. Da sind auch einige auf YouTube. Und bei manchen sind halt Werbungen drin, bei manchen nicht. Und ich vergesse halt immer, bei welchen. Und dann habe ich es auch manchmal, dass ich mich gerade umdrehe, ja, mich schön rankuschel und so ein bisschen in den Bubu-Modus gehe. Und auf einmal erzählt Alf irgendeinen Joke. Und die Kinder der Familie reagieren dann drauf. Und auf einmal kommt dann irgendeine Formel-1-Werbung oder auch irgendein Interview oder so, was einfach nicht aufhört und sehr laut ist. Und ah, da kotze ich auch. Dann wieder umdrehen, Werbung überspringen, beende mein Leiden. Ah, Mann. Okay, Grian, da sind wir. Mr. Starkmantel. Wie er leibt und lebt. Bisschen gepimpter, ne? Volksmiliz war gestern, Leute. Sehr, sehr cool. Und er hat sogar noch mehr Quests. Hoppala. Ah, diese Mine, ja. Hier gab es da auch Probleme mit Untoten und Pferde sollten wir holen. Und Zwerge haben ja auch den Anfang gehabt, ne? Hier links. Bisschen Forscherliga. Genau, der Bruder hier drüben. Oh Junge, ah, diese Quest war mit der Karottenangel, ne? Wo man so Karotten dran gebunden hat und dann konnte man die Pferde zurückbringen. Und hier war das nice Easter Egg mit Bambi. Yo, Bambina, Mutter vom Bambina, Flora und Trommler. Ehre, man kennt ihn. Trommler, der Hase. Sie nennen es eine Mine. Eine Mine. Ich hätte so Bock auf ein geiles Herr der Ringe Game, ey. Fette Grafik, so Rückkehr des Königs mäßig, ne? Hat er gerade Bambina gekillt? Oh shit. Oh, Mutti ist sauer. Mutti ist... Junge, what? Ey, ich wusste, dass sie durchdreht, wenn man... Und jetzt ist sie wieder cool. Ich wusste, dass die Rehe durchdrehen, wenn man das jeweils andere killt. Aber ich wusste nicht, dass es ein NPC-Event gibt, wo der dann fucking geschlachtet wird, der Jäger. Yo, what? Bambina, die Rachsüchtige, heißt sie jetzt. Oh mein Gott, ich dachte, Mutti kam an, aber es war Bambina selbst. Damn! Okay, ja. Das ist dann quasi die Netflix-Variante von Bambi, die nächstes Jahr kommt. Sehr wild. Wilde Karotte habe ich auch, die ist auch sehr wild. Das heißt, ich kann jetzt hier Ponys holen. Es war auch so eine Quest, wo ich mit meinen Freunden so eigene Challenges gestellt habe. Wer bekommt die Quest eher fertig? Aber es dürfen nur Pferde aus dieser Herde hier gezähmt werden, aus diesem Pferderudel. Und das war quasi die Challenge. Und man sieht schon, das ist gar nicht so einfach gewesen. Und da war was los im Teamspeak, ne? Oh, ich hab eins. Oh, du hast schon eins. Ich krieg jetzt erst eins. Oh, nee. Und Junge, da war was los. Waren so unsere eigenen kleinen Challenges beim Leveln, ne? Kreativ, Junge. Kreativ waren wir da unterwegs. Sowas in der Art hat mich auch dazu gebracht, mir für YouTube einen Adblocker zuzulegen. Einen normalen 15 bis 30 Sekunden Spot am Anfang und am Ende des Videos akzeptiere ich noch. Aber wenn da irgendwelche Spezialisten kommen, die einfach alle 2 Minuten 30 Sekunden Werbung schalten, ja, das ist leider wirklich nur noch lästig. Und in meiner Funktion als Creator, der davon lebt, sage ich natürlich, denkt dran, dass auch Leute davon leben. Aber auf der anderen Seite, finde ich, sollte das dann auf gegenseitigem, ich sag mal, Respekt beruhen. Und wenn du deiner Community natürlich alle 2 Minuten so eine Scheiße reindrückst,
dann hat das, denke ich, nichts mit Respekt zu tun, sondern damit, dass du noch mehr Leute vergraulst und das nicht nur in deiner Community, sondern dann auch andere betreffend, ja. Ich habe es mir momentan so zurechtgelegt, dass pro 10 Minuten der Folge eine Werbung kommt, ne, plus, wenn ich größere Streams hochlade, dann alle 20 Minuten oder 30, ja. Sprich, bei einem 20-Minuten-Video wären dann zwei Werbeblöcke noch extra drin. Das ist für mich jetzt okay, das mag auch für einige zu viel sein, das ist euer gutes Recht, aber ich mache es eben an mir aus, was würde ich mir quasi geben? Ja. Ist ja nicht so, als würde ich die Konsumentenseite nicht kennen und das ist natürlich dennoch schade. Auch da wäre es schön, wenn man wieder einen Mittelweg findet oder wenn man sich die Mühe macht und den Adblocker, je nachdem wem man schaut, vielleicht einstellt. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, wo ich alle Parteien so ein bisschen verstehen kann. Aber letztendlich geht es am Ende des Tages um Kohle, ne? Und darum sind die Parteien jeweils sicherlich ein bisschen sehr festgefahren, ne? Was sowas auch angeht. Schwieriges Ding auf jeden Fall. Und irgendwie ist dann mit dem Thema Werbung auch immer mal wieder angegangen worden von den Plattformen. Aber ob das jetzt besser geworden ist über die Jahre, egal für welche Partei, weiß ich nicht. Da wird es nicht gerade einfacher, ja? Ich hatte mal 4 Werbungen hintereinander, das ist schon nervig genug, aber es war 4-mal dasselbe. Ja, das ist dann natürlich auch Pain, ne? Immer wieder derselbe Satz und dann kann man erst skippen, damit er schön im Hirn verankert wird. Ah, damn. Welche Brücke, wo, kann man sich das angucken gehen oder war das mit dem Kraken nur in der Alpha? Nö, wenn du im Sturmsangtal bist, meine ich, im Sturmsangtal, dann kannst du da rund um den Schrein des Sturmes, also unten wirklich im Meer, der Schrein ist ja oben auf so einem Berg, ganz, ganz viele von diesen riesigen Kraken finden und einige lungern da unter Brücken, andere sitzen da auf versunkenen Schiffen und es ist ganz fürchterlich. Ganz, ganz fürchterlich. Aber ja, rund um den Schrein des Sturms müsste das zu finden sein. Du weißt schon, dass dein Herr-der-Ringe-Spiel schon in den Startlöchern steckt, oder? Meinst du das mit Gollum? Das weiß ich noch nicht, wie ich das finde, weil man ist halt Gollum. Das wird halt so Verstohlenheitsgekletter und Rätselei sein, ne? Das ist schon geil, weil Herr der Ringe und Orks und düster wird es sein und den nötigen Humor trotzdem mit sich bringen, wenn man da so unterwegs ist, aber ich will Aragorn oder Gimli oder Legolas und dann schön in Helms Klamm, am besten im Koop, Junge. Bam, bam, töte 10.000 Uruks. Okay, let's go. Richtig Bock auf die Quest. Sowas brauche ich mal wieder. Und das ist länger nicht da gewesen, bilde ich mir ein. Und Gollum, ja, wird, glaube ich, cool. Ist, glaube ich, auch nochmal verschoben worden, ne? Weil sie nicht fertig geworden sind. Aber das meinst du sowieso nicht. Du meinst Back to Moria? Oh, okay. Nee, das habe ich gar nicht auf dem Schirm. Ich danke dir für den Hinweis. Weil Back to Moria klingt ja sehr, sehr interessant. Hör mal, da weiß ich aber, was ich mir zeitnah durchlesen werde. Hör mal. Dankeschön, weil das Gollum-Game sehe ich ein bisschen kritisch. Also jetzt nicht wegen irgendwelchen Entwicklerskandalen oder so, sondern weil es jetzt nicht unbedingt für mein Lieblings-Gameplay spricht, ne? Das ist nur eine absolut super subjektive Ansicht in dem Bereich. Shami, hallöchen. Grüße, Grüße. Ein YouTuber, bei dem ich auch öfter bin, sagte auch mal, YouTuber, die viel Werbung schalten, schaden damit auch anderen, weil sie wegen denen dann den Adblocker holen, die Zuschauer, ne, und dann natürlich bei den anderen nicht extra ausmachen. Ja, deswegen, ne. Deswegen ist halt ein schwieriges Ding letztendlich, aber gut, verstehe ich eben beide Seiten, ne. Habe ich jetzt auch keinen goldenen Lösungsvorschlag. Kann man halt drüber nachdenken und sich Gedanken machen. Das würde ich in meiner Rolle als Creator natürlich auch begrüßen. Kannst du aber genauso gut verstehen, wenn man sagt, nö. Habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf, ne? Im Endeffekt ist Werbung schauen aber immer und überall die einfachste Form des Supportens. Ob das jetzt schön ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber so sieht's aus, ne? Was haben wir noch? Zum Heulen guter Fuse soll ich holen und zur Hohlsteinmine, Miele nicht, sondern Mine da oben, ja. Da ist nämlich Moria, Leute, da kehren wir jetzt auch hin zurück. Sehr, sehr gut. Kennst du Schlacht um Mittelerde? Auf jeden. Was haben wir das gezockt? Den ersten Teil, den zweiten Teil, hoch und runter, Junge. Dann auch die Erweiterung, Aufstieg des Hexenkönigs. Habe ich alles noch irgendwo hier liegen.
Aber läuft, glaube ich, gar nicht mehr so einfach, ne? Die Online-Server für Multiplayer und so sind auch seit Jahren schon down. Darum ewig nicht angefasst, aber du auch, ne? Das war, Junge, das war wilde Zeit, echt. Schlacht um Mittelerde auf dem PC, Rückkehr des Königs und das dritte Zeitalter auf der PlayStation 2. Oh mein Gott, die Herr-der-Ringe-Game-Zeit war absolute Ehre. Ob die nächsten Generationen... Ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder in grenzenlosen TikTok-Hate verfalle. Und wie der letzte Opa klinge. Es ist echt schwer, ich muss mich sehr zusammenreißen. Aber ob die kommenden Generationen nochmal mit so großartigen Reihen aufwachsen können, wie viele von uns es getan haben. Also egal, ob jetzt aufgewachsen alterstechnisch oder in gewisse Fantasy-Genres hinein. Wie mit Star Wars oder... Herr der Ringe oder Harry Potter, unabhängig davon, ob man das jetzt alles mag, aber das ist halt schon krass, wie groß diese Fandoms sind und wie viel das Leuten gibt, in welchem Ausmaß auch immer, ne? Und ob es das nochmal geben wird, ich weiß es nicht. Es tut mir ein bisschen leid, wenn ich an die nächste Generation denke oder wenn viele von uns mal Kinder haben, yo. Und dann sitzt man da irgendwann in seinem Schaukelstuhl. Oh, die kennen einfach nicht so großartige Reihen, Mann. Was ist da denn los? Scheiße. Sehr belastend. Stimmt mich immer ein bisschen traurig, weil was für geile Zeiten ich mit Herr der Ringe hatte. Oh, und mit meinem Ghoul vor allem, wenn ich ihn nicht vergessen würde. Oh, Junge. Ganz, ganz belastend. Genres, ich meine Genres, meinte ich. Crackbite. Sorry, lul. Den Beweis gibt es doch mit GOT. Ja, okay, war auch eine epochale, große Reise, könnte man sagen, aber ist halt auch eine Serie, ne? Ist dann die Frage, okay, wie weit man da differenzieren will, aber gut, das Seriengame ist halt sehr, sehr stark geworden. Auch wenn ich an die ganzen Marvel-Sachen und so denke, ja. Das ist natürlich auch der Wahnsinn. Aber jetzt wirklich so diese Filmreihen, die ganze Zeitalter geprägt haben, wenn man so möchte... Das sehe ich schon ein bisschen anders irgendwie, muss ich sagen. Hab mir aber bis zu diesem Moment, wo ich es jetzt angesprochen habe, auch noch nicht weiter im Kopf gemacht. Also klar, dafür gibt es dann definitiv andere schöne, ich sag mal, Medien in dieser Form, ne? Mit denen man sich in einem ähnlichen Ausmaß beschäftigen kann, wenn man denn möchte. Return to Moria heißt das. Habt ihr einen Trailer auf Twitter geschickt? Ja, cool. Vielen Dank. Dankeschön. Metal Gear Solid habe ich nie gespielt, muss ich gestehen. Vielleicht irgendwann mal. Bin ich jetzt nicht abgeneigt oder so, aber hat sich einfach nie ergeben, würde ich sagen. Es gibt ja auch ein Easter Egg, wo man unter Wasser ein Horn bläst und dann kommt so ein Kraken zu dir. Ja, im Norden von Voldun, glaube ich, ne? Auch ganz fürchterlich. Kann ich drauf verzichten, wenn ich ehrlich bin. Ganz, ganz unangenehm, höre ich. Von mir selber höre ich das. Return to Moria ist aber eher ein Survival-Action-Spiel mit Basisbau, Crafting und so weiter, Ressourcenabbau, okay. Hatte ich mir definitiv bei dem Titel gerade nicht vorgestellt, aber why not? Why not? Könnte mich letztendlich mehr packen als das, was ich von Gollum gesehen habe. Ja, der Ringe ist halt immer so ein Safe-Call bei mir, ne? Da bin ich machtlos, ey. Da geht's nicht anders, da muss ich rein. Da muss ich rein. Kehrt zum Hauptmann zurück. Ja, hab hier ein bisschen aufgeräumt, ne? Du kommst klar, Petrov, wir wollen. Gar kein Ding. Hab letztens festgestellt, dass es noch Leute gibt, beziehungsweise, dass das Moomins-Fandom noch lebt und es Leute gibt, die die Serie lieben. Ja, auf jeden Fall. Hinter den Bergen und Bäumen verborgen. Ihr wisst Bescheid. Kleine Mühe und Abfahrt, ne? Die Moomins, ey. Sehr, sehr fresh. Nein, werden sie nicht. Guck dich an. Wächst mit 187 auf, statt mit Freddie Mercury. Wahrscheinlich bin ich mit 187 aufgewachsen. Crackbite. Ey, Mann. Ja, aber hast recht, es geht alles nur noch den Berg runter. Junge, der Vergleich kam jetzt sehr unerwartet, muss ich zugeben. Aber gut, kann man auch in so eine Form pressen, ne? Das geht natürlich auch. Soldat Arun, sprecht mit Runa der Blinden. Oh, das war, glaube ich, auch mehr von den Worgen, ne? Die hatte irgendwo ihren Wagen stehen. Da sind wir, glaube ich, schon bei Grauschlund vorbeigeritten. Da muss ich mal hingucken. Jawohl, jawohl. Crackbite, du weißt, Menschen kommen, Menschen gehen, aber 187 bleibt stehen. Ich hoffe, das wirst du dir noch als Tätowierung irgendwie holen auf den Arm oder so. Das erwarte ich natürlich jetzt nach der Ansage.
Ach, schön. Ja, Freunde, da haben wir es gehört. Summer Games, verdammt, diese Schmerzen. Diese großen Schmerzen. Was hältst du von der neuen Herr-der-Ringe-Serie? Mittlerweile bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Am Anfang hat es mich leider so überhaupt nicht gecatcht. Am Anfang, bei den ersten Trailern, dachte ich, okay, sieht aus wie eine nette Fantasy-Serie, aber hat sich nicht nach Herr-der-Ringe für mich angefühlt. Mittlerweile, oh, hier gibt es noch eine Quest. Mittlerweile und mit den neueren Trailern... Ah, das ist eine Eskorte, ne? Mit Mr. Floppy. Naja, vielleicht ein anderes Mal, Junge, Mr. Floppy. Oh mein Gott. Und mittlerweile mit dem Balrog und so, ne? Oh, ja, es hat mich schon deutlich, deutlich mehr gecatcht. Und jetzt bin ich auch hyped drauf. Jetzt habe ich auch Bock. Aber davor war das so ein bisschen am Dümpeln. Ja, sah schon super aus. Okay, cool, paar Bilder und... Sah zum Glück auch nicht scheiße aus. Das wäre noch eine allergrößte Angst sogar gewesen, ja, dass ich so einen Trailer sehe und denke, jo, das sieht aus wie ein YouTube-Fanfilm von irgendeiner 5. Klasse aus dem Deutschunterricht von 2003, ja. Aber nee, insgesamt sah das handwerklich okay aus. Sah nice aus, würde ich sogar sagen. Und mittlerweile bin ich drin, ja. I need it. Und es wird verschlungen werden, bin ich mir sehr, sehr sicher. Vielleicht als Aufrubbelbild, so. Seht ihr? Man muss immer den Mittelweg suchen. Und dann mache ich mir auch eins von Freddy, weißt du? So sieht's aus. Freddy, Alter, wenn man das so betont, ist auch ein wilder Name. Runa die Blinde, möchte ihr, dass ihr 4 Handvoll samtigen Staubs besorgt? Das war von den Motten hier drumherum, bilde ich mir ein. Müssen wir wieder hier durchreiten, ne? Frechheit. Schlacht um Mittelerde gibt es nicht mehr. Und wenn, dann zahlt man 100 bis 200 Euro für das Spiel. Ja, weil es auch nicht mehr produziert wird, nehme ich mal an, ne? Das heißt, die Leute, die das jetzt bei eBay verticken, die haben noch so ein paar alte Hüllen aus dem Keller rausgegraben. Ja, und dementsprechend sehen die Preise dann natürlich aus, ne? Oh, oh, oh. Welche Gefühle der Anblick von Votika in mir auslöst? Alle. So muss das nämlich sein. Farnfressermotte, jawohl, die hat einen fahren lassen und dafür muss sie sterben. Rums, da überfahre ich sie mit meinem Schaden. Los geht das. Wo kann man die Serie denn sehen? Über Amazon Prime wird das, glaube ich, dann rausgebracht. Das dauert aber noch ein bisschen. Aber ich schätze mal, die werden sie dann auch nicht hergeben, oder? Dass das noch irgendwo anders dann zu sehen ist, das würde mich doch recht wundern. Und womit bin ich eigentlich aufgewachsen? Königin der 1000 Jahre und Techno. Der gute alte 90er-Tech. Ja, ein bisschen Hard-Tech und Gönnung. Da muss ich immer an unsere absolut keimigen, ranzigen Ossi-Tech-Schuppen denken. Junge, wo wirklich jeder auf dem Parkplatz davor so einen Aufkleber an der Heckscheibe hatte, wo sowas drauf stand wie Stress-Kids oder Hard-Tech. Oder Chaos Girls oder sowas mit so einer ganz weirden Schriftart, Mann. Und Hauptsache ganz viele Zs in den Worten. Und genauso wie die Autos von hinten aussahen, so sah auch alles andere aus, inklusive wir selber. Ja, das war auch eine interessante Zeit, glaube ich. Irgendwie in dem Dreh würde ich es, glaube ich, jetzt sprachlich einordnen wollen, ja. Es schmeckte interessant, ne? Jesus, aufzuwachsen ohne Bananen. Komm da gleich rüber mit dem Grizzly, so, dann unterhalten wir uns. Lull. Hatte mal vor Jahren das Spiel Battle Realms gekauft. Es war eine GameStar-CD. Ja, früher, wo man auch so Computerbildspiele und so gekauft hat, weil da ganz viele Games auf der Disc waren, ne? Wo es auch noch so Demo-Discs gab auf irgendwelchen Messen, wo dann irgendwelche kleinen Trailer-Versionen für PlayStation 2-Games drauf waren. Weiß ich noch. Da hatte ich auch eine und da war eine Demo drauf, ich glaube für irgendein Need for Speed oder ein Gran Turismo. Und dann für MX Unleashed, was so ein Motorrad-Game war. Und dann von Ratchet & Clank 3. Und das hatte ich immer nicht, das Game, das hatte mein Cousin. Das war ultra mystisch. Wir haben ja sowieso, so oft es ging, zusammengezockt. Und dann hatte er Ratchet 1, ich Ratchet 2. Er wieder 3 und ich dann Gladiator. Also quasi, kann man sagen, Teil 4. Ja, schwierig. Wir machen es jetzt mal nur für das Beispiel. Und dann haben wir natürlich immer nur die Hälfte der Games gehabt, ne? Und auf den Demo-CDs waren dann aber häufig die Teile, die ich nicht hatte. Und dann habe ich ab und zu auch krank, ne? Was war da eigentlich los? Habe ich immer wieder dieses eine Demo-Level gezockt, ne?
und versucht in diesem einen Level, das ich da hatte, dann irgendwelche Secrets zu finden und so oder irgendwie noch was zu farmen und mir irgendeine Waffe zu kaufen, die dann aber nicht frei war, weil es war eine Demo-Version und so. Mit sowas haben wir uns dann beschäftigt den ganzen Tag, Mann. Einfach mit sowas. Holy fuck. Hey Craft, ja Bock zu tanken in Wortel K, jedoch habe ich wenig Erfahrung. Was meinst du? Lieber mit Pala anfangen oder meinst du, geht auch mit dem Blut-EK? Du gehen tut das auf jeden Fall alles und wenn du generell keine Erfahrung hast, dann ist es, glaube ich, jetzt beim Sprung ins kalte Wasser sowieso nicht so essentiell, was das betrifft, wenn du so oder so neu startest. Kannst du dir natürlich auch gleich einen DK zur Brust nehmen, ne, und sagen, ey, mit dem eskaliere ich jetzt rein, der ist eh neu in Wotika und dann läuft das, insofern, auf was du mehr Lust hast, würde ich sagen. Ne, generell ist davon jetzt nichts überkompliziert oder schwer zu lernen. Da gilt, denke ich, wie immer das Prinzip, da sind alle leicht zu lernen, aber schwer zu meistern. Ne? Und darum ist es, denke ich, immer hilfreich, wenn man dolle Bock hat auf das, was man dann auch spielt, weil das sorgt natürlich dafür, dass man durch diese Lust und diesen Spaß generell offener ist für alles, was da passiert, sich vielleicht doch mal was durchliest, auch wirklich besser werden will. Nicht nur wegen der nackten Zahl, sondern weil man eben das aus seiner Klasse rausholen möchte. Und deswegen kann ich den Fun-Faktor da immer recht hoch ranken, zumindest wenn ich von mir selber und meinem Umfeld ausgehe, ja. Eigentlich ist es arg traurig, dass du viele alte Klassiker nur noch als Raubkopie bekommst. Verstehe nicht, warum die Entwickler die nicht für 5 Euro anbieten und als Warnung, man kann nicht garantieren, dass das Spiel auf aktuellen Systemen läuft. Oder alle zu GOG. Ja, ich habe ja letztens auch gesagt, ne, ich hoffe, dass viel irgendwie auch, als wir God of War beendet haben, sollen die einfach so eine Remaster-Reihe machen, auch für PC, die ganzen alten Teile in einen Bundle und fertig. Einige Spielefirmen kriegen sowas hin. Und zum Beispiel Nintendo, ne, wenn, ja, auch irgendwie bedingt. Wenn auch nur bedingt, also auf dem 3DS, dem Teil vor der Nintendo Switch, ne, da hatten sie zum Beispiel auch die alten Editionen, Rot, Blau und Gelb, für, ich glaube, 12 oder 15 Euro. Und die liefen dann einfach auf, also nicht mal HD überholt oder so, sondern einfach die alten Games, wirklich 1:1, ja. Und Junge, was hatte ich Spaß mit meiner gelben Edition, Mann. Habe ich durchgesuchte wie lang kein Game mehr und war direkt wieder 6 Jahre alt, ja. Ja, und wenn die sowas bringen würden, stellt euch vor, so riesige Bundles, Herr der Ringe Games, ja, Pokémon Games, ja, einfach alle alten Pokémon Editionen auf der Switch. Bro, ist mir egal, was das kostet, ja? Da spare ich drauf, wenn es sein muss, I don't know, aber gebt mir den Shit. Oh mein Gott, ja? God of War, Ratchet & Clank oder was auch immer, sucht's euch aus. Denke, da hat man, wenn man schon lange im, ich sag mal, Gaming-Business ist, ne? Hat ja so irgendwie eine Reihe, die ein Stück weit in der Versenkung verschwunden ist. Was man dann, denke ich, sehr bedauert. Und ich bedauere vor allem, dass die Motten genauso schlimm droppen wie die Grizzlies und Rehe vorhin. Ey, es ist ja grausam hier. Und das wäre so, so geil. So, so geil. Aber leider ist das in der Form, wie ich das will, noch nicht so ganz umgesetzt worden. Aber möglicherweise kommt das ja noch. Wenn irgendwann bei all diesen Firmen die aktuellen Games nur bedingt laufen, dann wissen sie, auf die alten Core-Fans können wir uns verlassen. Den können wir nochmal eine Mark 50 aus der Tasche ziehen, ja. Und dann geht das auch. Oder was mich auch oft nervt, ist, dass man auch bei vielen alten Spielen, wenn es die noch zu kaufen gibt, die nur noch auf Englisch bekommt und die Übersetzung nicht vorhanden ist. Ja, das ist auch schade. Das stimmt, das stimmt. Dann kann man zwar wenigstens überhaupt spielen, aber klar, Sprache hat ja dann auch häufig was Nostalgisches. Oder eben nicht, ne? Das spielt natürlich auch durchaus mit rein. Die gelbe Edition war eigentlich nur eine rote mit Pikachu. Ja, aber ich glaube, die Sprites waren auch anders, oder? Einige Pokémon sahen schon anders aus. Es waren minimale Änderungen für diese Zeit, das auf jeden Fall. Aber ich hatte mit dieser meiner ersten Pokémon-Edition die Zeit meines Pikachu-Lebens. Jawohl. Hast du auf der Switch auch alle alten NES- und SNES-Spiele umsonst? Ja, aber ich will noch mehr. Ich will, dass sie diesen Weg weitergehen und ich bin ja ein alter Gierschlund, ne? Ich will, dass sie diesen Weg weitergehen und gleichzeitig ganz viel neuen Stuff auch noch bringen, ne? So, let's go. All das und noch viel mehr, Leute. So, wir kriegen einen Helm, der hat mehr Stärke, dafür weniger Ausdauer. Das ist okay, weil vorhin haben wir ja mehr Ausdauer genommen. Das gleicht sich wieder aus. Wir sollen hier noch den Trank süppeln, das machen wir. Zack.
Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu der Vision, wie sie Arugal ausgraben, ne? Da ist er, Schatten von Arugal. Jawohl, erhebt euch, die Macht des Lichtkönigs gebietet euch. Unsere Sunline sind das, jawohl. Die sind hier vor Burg Schattenfang. Ja, er wird unseren Ansprechen perfekt entsprechen. Unseren Ansprüchen, lull. Schickt ihn nach Julheim, wenn ihr soweit seid. Arthas wird nicht erfreut sein, wenn wir im Zeitplan zurückfallen. Ah, das genügt unseren Ansprechen, lull. Oder wie früher Gameboy-Emulator auf dem Laptop, weil man kein Gameboy bekommen hat und dann Pokémon zocken. Ja, diese Emulatoren-Sache, ne? Ja, ja, wilde Nummer. Chris, was geht? Da bist du wieder. Essen ist im Ofen, jetzt wird gechillt. Du, da schließe ich mich auf jeden Fall auch gleich an, ne? Nochmal schön, schön entspannten machen. Und dann gut gesättigt in den Raid gehen nachher, ne? Dann gehen wir noch zu Sascha rüber. Und dann haben wir das Level-Up gar nicht geschafft hier heute. Frech, ich dachte bei den Fuhrball-Quests wird das easy-peasy, was aber am Arsch. Sascha bei Weißkiefer. Direkt östlich von hier. Östlich, der da vermutlich, wa? Na, ja, dann reiten wir da doch mal rüber. Los geht's. Gelb war schon anders. Vom Aufbau her war es wie rot-blau, aber es hatte viele Unterschiede zur normalen Edition, ne? Sie haben schon ein bisschen was überarbeitet. Das stimmt. Soul, hi. Ich hatte immer gedacht, dass die gelbe Edition für die ohne Freunde war und man alle Pokémon fangen kann. Leider falsch. Imagine, das wäre so beworben worden. Und hier ist noch eure Edition, wenn ihr keine Freunde habt und auf dem Schulhof niemand mit euch spielen will. Yay! Wild. Ich hüte meine Drakan-CD auf wie meinen Augapfel. Ich musste sogar extra von einer Fanseite einen Patch runterladen, weil das Game sonst nicht mehr funktionierte. Ja, da sind wir wieder. Wäre es nicht schön, wenn man die einfach in so einer digitalen Bibliothek alle hätte? Aber das wird wohl noch sehr lange Zeit, im dümmsten Fall für immer ein Traum bleiben, was das angeht. Schade. Kann man noch mit in den Raid? Jawohl, wir machen nachher um 21 Uhr Fated Natria NHC. GS 270 ist momentan angesetzt, wäre wünschenswert. Und ein paar Leute haben wir schon drin von unserem normalen Gilden-Raid-Kader. Aber da in NHC bis zu 30 Leute reinpassen, sollte das, glaube ich, nicht groß bedenklich sein. Da haben wir noch genügend Plätze und sollten sich dann viele auch unter 270 anmelden. Also jetzt nicht mit 180 oder so, aber ein bisschen drunter, ne, können wir auch entsprechend Augen zudrücken. Das sehen wir dann um 21 Uhr, da machen wir die Gruppe auf und bauen die ganz normal, wie auch bei unseren T-Mog-Raids. Und da wir das erste Mal machen als Community, kann ich auch noch nicht so viel Festes zu sagen, weil, mal gucken. Habe ich noch keine Erfahrungswerte, auf die ich jetzt zurückgreifen kann, ne, kann sein, dass wir dann ganz viele auch mit 250 reinnehmen, weil so viele 270 gar nicht haben. Kann sein, dass direkt alles mit 280 geflutet wird, ne, wenn die Mains ausgepackt werden. Da kann ich euch momentan auch nur so ein paar Gedanken mitgeben, ne? Und dann mal schauen, wie es aussieht. Wenn hier... Oh, warte, wo bist du hin? Sehr high. Wenn hier immer von der gelben, blauen, türkisfarbenen oder was weiß ich gequatscht wird, raff ich einfach gar nicht. Pokémon ist irgendwie so weit an mir vorbeigegangen. Schade. Wie ich vom alkoholfreien Wochenende entfernt bin. Ja, also schade, ich meine, ist halt so, ne? Man kann nicht immer alles irgendwie mitmachen und sich für alles interessieren, aber mich hat Pokémon auf jeden Fall sehr geprägt in Sachen Anime und auch in Sachen Videospiele, deswegen freue ich mich ja auch sehr auf die neuen Editionen, die Ende dieses Jahres kommen und habe dolle Angst, dass sie sich mit Dragonflight überschneiden, weil das würde so ein bisschen meine Leidenschaft zerreißen, ne? Dann würde ich Dragonflight spielen und nebenbei nur an Pokémon denken, dann spiele ich Pokémon, denke nur an Dragonflight, wo ich hoffe, da ist ein bisschen Raum dazwischen. Sonst wäre echt scheiße. Naja, darum ist es manchmal eine ganz gute Sache, wenn man auch nicht alles so auf dem Schirm hat, ne? Das kann manchmal auch hilfreich sein, was das angeht. Bin auch nochmal mit meinem Priester reingegangen. Da waren auch Leute dabei, die gar keine Ahnung hatten vom Raid und so durchgeschleppt worden. Also wird schon. Ich denke, hoffe auch. Ja. Bin ich fest von überzeugt, dass wir das hinbekommen. Wer hat am 3. die Pokémon Direct mitverfolgt? Ja, ich auch, aber viel war für mich gar nicht interessant. Neue Edition-Infos waren okay. Aber am fiesesten war der Bait mit HD-Rot, wo ich dachte endlich Let's Go Johto und dann war es irgendwie für das Handy-Game. Junge, da bin ich jetzt noch sauer, was das sollte.
Da konnte nur die Screentime von Felino das Ganze wieder in eine gute Bahn lenken, sonst wäre ich ultra mad aus dieser Präsi rausgegangen. Ist einfach so. Gut, Freunde, für heute sind wir soweit aber durch mit unserer schönen VTK-Spielerei. Und haben leider keinen Dungeon geschafft. Ich wette, jetzt ist das Tool voll. Nein, es sind alle raus. Es sind einfach alle raus, Junge, so sad. Das heißt, Dungeon, weiterhin großes Fragezeichen. Und auch großes Fragezeichen, wie es mit VTK weitergeht. Ne? PTR haben wir gehört, Beta, Ende, Fragezeichen. Was ist mit Vorbesteller gelöst, mit Boost und Reittier oder so? Müssen wir die nächsten Tage mal gucken, ob Blizzard Bock hat, da auch ein Stück weit was zu teilen. Ne? Oder ob sie es einfach geheim halten, sodass es niemand kaufen kann. Die wollen einfach unser Geld nicht mehr haben. Was ist da denn los, Mann? Anzeige geht einfach raus. Freue mich aber, dass ihr wieder mit am Start wart. Hoffe, hat euch gefallen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr auch heute Abend oder die Tage wieder mit reinschaut. Behaltet dazu gern den Streamplan im Auge. Immer unterm Stream verlinkt oder mit Ausrufezeichen Streamplan im Chat jederzeit abrufbar. Ansonsten wartet auch ein gut gefüllter YouTube-Kanal, ein aktiver Twitter-Account, Discord, Community und. Alles hier bei uns verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Ansonsten bedanke ich mich für den herrlichen Support, für die angenehmen Talks und wünsche euch noch einen wunderbaren Abend wie auch ein schönes Wochenende. Jo, in diesem Sinne, haut rein, bleibt gesund und bis denn. Tschau.